my flow dome. When I retire. I love it. Okay, falls ihr mal den Unterschied wissen wollt zwischen lebensmüde und einer guten Straße, um hier Rad zu fahren. Auf diesen kurzen Streifen hier zu fahren ist lebensmüde. Und diese Shoulder hier, da kann man gut Rad fahren. Also ein bisschen Köpfchen an und nicht Leben riskieren auf einer Straße hier, wo nicht wirklich ein Streifen ist und alle mit 80, 90 km/h langballern. Noch ein bisschen clevere Routenwahl und ja, Augen auf. Und wenn ihr auf einer sicheren Straße unterwegs seid, dann könnt ihr auch die Aussicht ein bisschen genießen. Mittlerweile schon wieder eine Woche rum. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man einfach das Gefühl hat, am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein. Es ging jahrelang schon nicht mit dem Training vor uns und endlich passiert mal wieder was. Ich glaube gar nicht, wie geil es ist, endlich mal wieder Fortschritt zu spüren im Training und nicht nur irgendwie halbe Formerhaltung zu haben. Ey. Herrlich, herrlich. Gestern 4:15 Minuten Kraft am Berg. Mein Rücken mit einem flotteren Koppel auch hinten drauf. Mein Rücken merkt es ein bisschen. Aber durchziehen. Locker Rad 4 Stunden heute. Gibt Schlimmeres. Vor allen Dingen bei der Umgebung. Gerade vom Ride zurück. Da haben wir ein bisschen Zeit nachzudenken. Eine Nachricht bekommen von jemandem, der gesagt hat, hey, ich finde dein Leben echt top und bla bla bla. Und ja, jetzt im Zusammenhang hier mit nach Hawaii gezogen sind natürlich viele, die schreiben, ey, mega geil und ja, bin ich neidisch, aber ist schon krass und so. Und dann denke ich mal, ja. Aber, und viele schreiben mir auch, hey, Frankfurt oder damals, großer Aufstieg. Ich denke so, wieso? Ich fand Frankfurt für das, was es war, perfekt damals. Ich finde das jetzt perfekt. Ich denke, es ist wichtig, dass man wirklich das zu schätzen weiß, was man hat. Und klar, auf der anderen Seite, Sounds ist gerade mal grüner. Es ist einfach so, ja. Und man muss mit dem zufrieden sein, was man hat. Und wenn man was nicht mag, dann muss man was ändern und dran arbeiten. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man nett zu anderen Menschen ist. Das habe ich ja über die Zeit auch lernen müssen, dass nur weil es viele Arschlöcher da draußen gibt, man nicht auch eins sein muss, sondern im Gegenteil mit Liebe und Freundlichkeit weiterkommt. Und ja, wenn ihr was bewegen wollt, was verändern wollt, dann macht es. Ja, und lasst euch nichts einreden, auch nicht von welchen, die denken, die besser sind als ihr. Am Ende des Tages sind wir alle nur einmal hier und wir sollten das Beste aus dieser Zeit machen. Also, nicht warten und machen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist es mega geil, dass das Training jetzt wieder nach vorne geht. Nach gefühlt 3 Jahren, in denen ich nur irgendwie versucht habe, nicht komplett abzubauen. Jetzt zum ersten Mal wieder, dass ich sage, hey, ich merke, dass es etwas nach vorne geht. Und ja, jetzt die ersten 2 Wochen hier ohne Umzugsstress, ohne alles andere, mal wirklich Training wieder absolviert. Und dieses Gefühl, dass wieder ein bisschen was passiert, ist einfach geil. Und das habe ich lang vermisst. Freue mich, dass es wieder da ist. Und jetzt habe ich halt auch Bock, irgendwann am Ende so ein Block ist, dann nochmal wieder ein richtiges Rennen zu haben und nicht nur zu gucken und zu tun, sondern mal wieder Gas zu geben. Also das Feeling habe ich vermisst und ich bin so froh, dass es zurück ist. Danke, Zeller. Danke. Patience. Ja, Geduld, Geduld, Geduld. Ich hätte 20 Mal aufgeben wollen, schon mittendrin. Ja, einfach weitermachen und nicht aufhören. Ich glaube, das ist wirklich der Tipp der Tipps, ja. Immer wieder auftauchen zum Training, egal wie scheiße einem es geht und irgendwann geht's nach vorne. What's up, Goober?
mittlerweile Sonntag. Traditioneller, entspannter Tag bei mir. Ich mache meine Long Rides am Samstag, die härteren Sachen am Freitag. Die Motivation kommt langsam zurück. Der Körper braucht auf jeden Fall noch ein paar Monate. Aber ich merke, dass es von Woche zu Woche besser geht. Und ja, langsam ein bisschen Gas geben können wieder. Was ich echt vermisst habe, die letzten Jahre, kann man sagen. Also gerade jetzt auch nach St. George, Sam und Lionel zu sehen, war schon ganz cool, würde ich sagen. Ich weiß keinen, der da nicht motiviert ist, nachdem er das gesehen hat. Und ja, feuerfrei. Mit der Hitze gehe ich jetzt in die nächste Trainingswoche, in die nächsten Trainingswochen. Und dann geht's ab. Und ja, es gibt nichts Besseres, als am Sonntag hier Bisbee ein bisschen auszuführen. Der schnüffelt die Steine und markiert sie. Aber ja, herrlich. What's up, Biz?